Hallo Freunde, was ist der Hauptgedanke hinter den Strahlensätzen, die wir in der Schule lernen? Und die Antwort ist, es ist zentrische Streckung. Stellt euch vor, wir haben eine Lichtquelle irgendwo hier und wir haben ein Dreieck vor uns und wir haben eine Wand hinter dem Dreieck. Also, wir haben jetzt hier drei Punkte, A, B und C. Und von der Lichtquelle aus wird Licht ausgestrahlt. Und der Schatten vom Dreieck oder das Abbild vom Dreieck wird an die Wand projiziert, welche dahinter ist. Und die Lichtstrahlen, da sind wir ein bisschen bei Physik, breiten sich in dem Moment geradlinig aus. So sieht's aus. Also, so geht es weiter die ganze Zeit, auch durch den Punkt C und auch durch den Punkt A. Und wo auch immer die Wand sich befindet, Hauptsache so, dass wir das auch sehen können, dass die Projektion, sagen wir, hell genug ist oder klar genug ist, dann haben wir irgendwo an der Wand so ein Punkt A-Strich, so ein Punkt B-Strich und irgendwann dahinter so ein Punkt C-Strich. Und wenn wir jetzt die beiden verbinden, die drei verbinden, dann haben wir ein Dreieck, was dem ursprünglichen Dreieck, nein, das ähnlich ist. Man bezeichnet das so, das Dreieck ABC ist ähnlich zu dem Dreieck A', B' und C'. Und grundlegend heißt es einfach, wir haben drei gleiche Winkel. Also der Winkel und der Winkel, die beiden sind gleich, das sind die sogenannten Stufenwinkel. Genau das gleiche ergibt sich hier und auch hier oben an dem Scheitel von C. Daraus ergeben sich einige schöne Eigenschaften, unter anderem, dass das Verhältnis zwischen den entsprechenden Seitenlängen immer dasselbe ist. Also nehmen wir jetzt A-C', das im Verhältnis zu AC ist dasselbe wie A-B' im Verhältnis zu AB und das ist dasselbe wie B'C' im Verhältnis zu BC und das ergibt irgendeine Konstante K. Also zum Beispiel, mein Projektionsdreieck ist doppelt so groß wie das ursprüngliche Dreieck, dann wäre das in dem Fall 2. Hat das eine Bedeutung für die Welt, in der wir leben? Selbstverständlich. Ich habe euch ja im letzten Satz, im letzten Video den Satz des Thales gezeigt und hergeleitet und der bekannte Thales hat ohne irgendwelche Hilfsmittel die Höhe von den ägyptischen Pyramiden messen können. Das war sehr schlau. Überlegt euch mal, der gute Mann stand vor einer Pyramide. Ja, wir zeichnen die jetzt vielleicht hier auch mal kurz. So irgendwie war die Pyramide hier. Und dann stand er vor ihr und hat sich gefragt, wie hoch die wäre, so eine Pyramide. Und er hatte leider in dem Moment keine Hilfsmittel und war nur alleine auf sich selbst gestellt. Also hat er Folgendes gemacht. Hier geht die Sonne auf. Irgendwo. Na, das sind ca. 150 Millionen Kilometer von der Erde zur Sonne. Und dann hat er gemerkt, dass sein Körper einen Schatten abwirft und natürlich die Pyramide, vor der er stand, ist auch ein Körper und wirft auch einen Schatten ab. Und dann hat er erkannt natürlich, dass zu einem gewissen Zeitpunkt ist die Schattenlänge von seinem Körper gleich seine Körperlänge. Wie konnte er das genau feststellen? Na gut, er hat sich in den Sand gelegt und hat einfach einen Abdruck hinterlassen. Und wann immer er davor stand, konnte er messen. Also stellt euch vor, das ist ein Abdruck. Und die Sonne ist jetzt noch relativ tief, also irgendwo hier, dann ist sein Schatten, wenn er hier steht, sehr lang. Ja? Okay, ich habe jetzt so großen Thales gezeigt. So, dann geht der Schatten deutlich darüber hinaus. Aber je höher die Sonne kommt, desto kürzer wird sein Schatten. Und irgendwann entspricht die Schatten Länge seine Körperlänge. Das kann er ja messen, weil er diesen Abdruck hat im Sand. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Schatten mit seiner
tatsächlich in Körpergröße übereinstimmt. Genau da gilt es ja nicht nur für seinen Körper oder für seinen Schatten, sondern auch für den Schatten der Pyramide. Also was man machen muss, man muss einfach zu dem Zeitpunkt, wo man das festgestellt hat, dass sein Schatten mit dem Abdruck gleiche Länge hat, genauso den Schatten der Pyramide messen und dann hat man die Höhe der Pyramide, ohne eine Drohne oder was auch immer zu haben. Und das ist ziemlich schlau. Und was war der Grund, dass man das machen konnte? Was war die Erkenntnis? Natürlich Ähnlichkeit der entsprechenden Dreiecke. Also das Dreieck hat 90 Grad Winkel, die Sonne scheint unter demselben Winkel, also die beiden würden auch übereinstimmen und dann bleibt dem dritten Winkel hier nichts anderes übrig, als mit dem Winkel ähnlich zu sein. Also, hier ist Thales, hier ist ein Schatten unten und hier ist die Pyramide und das ist der Schatten der Pyramide. Und wenn man das zum selben Zeitpunkt macht, stimmt das überein. Das war eine kleine Einführung in die Idee des Strahlensatzes. Es gibt zwei, die man in der Schule lernt, in Deutschland zumindest, und die leite ich dann oder schreibe ich nochmal sauber auf und im nächsten Video und wir gehen ein paar Beispiele durch. Aber das ist für mich das Paradebeispiel, wie schlau man sein kann. Aber die Griechen hatten schon viele Sachen, wo sie sehr schlau waren. Viel schlauer als wir teilweise heute. So, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao, ciao.